Himmel, Nissingrere! Und wie schon gesagt, willkommen zurück zu Mad Max Derpioten hier bei Hearthstone von Blizzard in der Close Beta. Wir sind hier, wie ihr schon gehört habt, gegen Hammett Nessingwary. Kill his minions or he'll overwhelm you. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, so schnell wie möglich ihn runterzuprügeln. Watch your tongue. Eh? Nobody talks to old Hammett like that. Na komm. I go first. Na dann. But I get an extra card. Oh, good. Because you'll need it. Schöne Konversation, schöne Taunts hin und her. Wir haben am Anfang auf jeden Fall, wie ihr seht, ein Charging Beast. This reminds me of the time I was stalking the great tiger, Bangalash. Oh ja, Bangalash. Moment mal, das war doch ich. Als ich WoW gespielt habe, habe ich Bangalash getötet, nicht du. Ich habe dir nur das Fell gebracht. Egal. Auf jeden Fall, ihr seht ja hier, Taunt haben wir wieder, wir haben jetzt Battlecry, wir haben Wolf Rider, aber nur ein einziges Mana. Also was machen wir? Den Charger. A beast! I'll make a trophy of it! Er hat ja gesagt, man muss relativ schnell seine Minions erledigen, also machen wir es direkt mal. So, 1-1, mein Freund. Du bist dran. Probably used to fighting against minions. Oh. And he fights his own battles. Okay, jetzt kann er also selber angreifen. Das ist natürlich krass. So was will ich auch haben. Das kann ich zum Beispiel nicht. Das ist neu. Und siehe da, ich kann jedes Mal einen Feuerball casten. Den hebe ich mir jetzt auf, weil eigentlich möchte ich erstmal was casten. Andererseits kann ich es nicht, weil die kosten alle mehr. Dementsprechend muss ich es wohl nutzen, weil es ist ein Tutorial. Also, Fireball! Shotgun! Ja, man muss dazu sagen, one health. A perfect target. Ja, für den Feuerball auf jeden Fall. Oder ein Taunter. Das ist jetzt die Frage. Taunt oder was anderes? Ich würde sagen, Kombination aus beiden. Erstmal ein Taunter. Das heißt, er muss ihn angreifen und Feuerball auf die Nase. Job's done. Tell me, have you read my book? The Green Hills of Stranglethorn. Ah ja, hör auf ey, die blöden Blätter, die ich dann damals zusammensuchen musste, um dieses blöde Buch zu binden. So, den ersten habe ich abgehalten, das war schon mal ganz gut, der hat jetzt 2-2. Ist auch nicht schlecht bei 4 Karten, das heißt, zack, boom, bang. Warum mache ich nur, ach, macht nur einen Schaden. Ja gut, ist halb so wild, Beast raus. Ja, kannst du gerne machen, entschuldigen. War vielleicht nicht ganz so smart von der Chance her, aber... What you want? Ei, jetzt hat er auch einen Taunter, einen 2-2er. Das ist natürlich jetzt eine Sache. Man muss halt gucken. Jetzt wird es langsam kritisch. Ich muss tatsächlich jetzt überlegen, was ich als nächstes mache. Ich habe 5 Mana mittlerweile. Er kriegt ja auch recht viel. Die Taunter sind halt echt nervig, muss ich sagen. Ich möchte ihm aber auch langsam mal Schaden zufügen. Also. Nehmen wir erstmal seinen weg, weil ich muss ja so angreifen. Der Wolf Rider kann sofort angreifen, überlebt das ja auch nicht und haben wieder den Job done. So kommen wir nicht vorwärts. Bow down before my huge bug creature. Ja, das ist echt nicht schlecht. Gar kein Problem. Zack, bist ein Schaf. Und tschüss. Tja. Sowas ist wirklich smart. Ah, blöder Taunter. So, er schießt wieder ein bisschen mehr drauf rum. Das ist okay. Ich krieg gleich wieder mehr Mana. Das ist super, weil... Moment. Weil... Auch du bist ein Schaf. Boah, ja, okay. Das ist heftig. Okay, jetzt bin ich vielleicht im Arsch. Muss mal gucken. Ich kriege ja noch eine Karte und habe 8 Mana. So. Der Taunter kommt auf jeden Fall raus. Der Raid Dealer kommt dazu. Ja, und jetzt gucken wir mal, was er macht. Er opfert das. Und er opfert das. Und hat seinen blöden Taunter draußen. Jetzt haben wir sogar 2 davon draußen. Oh, nee. Okay, damit konnte ich schlecht rechnen. Jetzt bin ich natürlich angreifbar. Ist nicht. Oh, alter Schwede, der setzt mir aber echt zu, du. Warte, der Waldfee. Jetzt würde ich mal sagen, hol mir die dicken Geschütze raus. Müssen wir sogar. Erstmal
Nightblade, weil macht direkt Schaden. Einen Taunter, damit sie in Deckung gehen kann. Das heißt, sie kann jede Runde jetzt angreifen. Ich hoffe, sie überlebt. Oh, zwei Taunter. Ja, ist okay. Noch ist, okay. Noch ist gut. Ach, scheiße. Noch hält er. Man ist ein guter Tank. Aber viel ist nicht mehr da. Okay. Fast Gleichstand, um das zu sagen. This one's mine. Ja, gut, die vernichten sich gegenseitig. Das ist relativ doof. Erstmal, ja, ist auch doof. Ich habe mir dann immer noch, ach, so ein Mist aber auch. 10 Mana und eigentlich nicht genug. Also erstmal zwei Karten ziehen. Ja, das ist besser. So, Feuerball. Ja, auf den, der geht noch. Zack. Damit sie in Ruhe angreifen kann mit 4 Punkten. Sind zwar zwei weniger, aber sie lebt noch. So, jetzt haben wir noch 3 Mana und holen mal, würde ich sagen, ist eigentlich fast egal. Das Biest raus. So. Ja, das ist immer doof. Beschwört halt extra Schweinchen und setzt mir auch wieder ganz schön zu. Wir gucken mal, dass wir gleich was machen können. Also, wir haben jetzt 10 Mana voll. Machen erstmal die Beasts platt, weil die nerven. Casten noch das, damit das nächste platt. Machen dich tot, damit bist du platt. Greifen dich schon mal an. Und casten jetzt dementsprechend erstmal unsere ganzen Viecher, die wir haben. Alle. Ah, da hätte ich ein bisschen warten können. Stimmt, der Karte gezogen. Ist aber okay. Ist ein Backup. So, mein Freund. Zieht noch eine Karte, okay. Und castet sie natürlich gleich. Das ist natürlich jetzt scheiße wieder. Wir müssen jetzt erstmal das blöde Viech da wegkriegen, weil sonst kann ich eh nicht angreifen. Aber ich kriege ja auch wieder eine Karte. So, die ist auch richtig gut. Wir fangen aber erstmal mit ihm an. Den Heiler dazu. Heilen uns erstmal ein bisschen. Casten noch ein bisschen hier drauf rum. Hat noch 4 Hitpoints und wir müssen jetzt gucken, dass er so schnell wie möglich ist. Ja, ja, ist richtig. Also 4, 2, wie viel hat er? Moment. 5. Teilt 3 aus. Heißt, sie ist die Einzige, die, ja, die geht auch direkt drauf. Bringt nicht viel. Ich muss also eigentlich angreifen. Das Problem ist, entweder opfer ich. Ja, ich glaube, ich opfer einfach mal. Ich muss ja eher angreifen. Ich opfer, ist okay. So, jetzt kann ich ihn nämlich angreifen. Wäre schön blöd, wenn ich das nicht nutzen würde. Und damit ist der Boss nämlich besiegt. Da fliegt der Zwerg in 1000 Stücke. Ja, nochmal 2 Charge bekommen. 5-2. Also ziemlich, ja, Reckless Rocketeer. Kein Wunder, dass er viel Schaden macht. Na gut. That's the end of your safari, Nessingwary. Oh, und nächste Runde, direkt einschalten, geht's gegen Illidan Stormrage und das dürfte richtig, richtig hart werden. Dementsprechend bis dahin, Mad Mike, Dorpioten hier bei Hearthstone.